und willkommen zu meinem Let's Play Spyro the Dragon 2 Getaway to Glimmer. Kann ich mich bewegen? Ja, gut. Hier ist eure Maike und wir betreten jetzt den Sonnenstrand. Gefundene Schätze 0. 1690. Ich weiß, wo die letzten 10 sind. Schildkröten! Okay, wir müssen uns schon mit dem labern. Hi Spyro, wie gut, dass du hier bist. Wenn du diese Babyschildkröten in Sicherheit bringen könntest, wäre ich dir unheimlich dankbar. Schwebt er da in seiner Schale? Die Babyschildkröten zeigen dir den Weg, aber da, ja, okay, ja, Entschuldigung. Ich wollte ihn eigentlich nur genauer betrachten. Schwebt der da? Guckt euch das doch mal an. Der schwebt in seiner eigenen Schale. Hallo? Nicht ihr. Hallo? Du da? Au. Tete. Ja, da gehen wir noch nicht hin. Eigentlich müssten die ja hinter mir herlaufen, aber nein, die rennen schon mal vor. Und geachtet auf die Gefahren, die dort auf sie lauern. Ach, manchmal liebe ich es einfach so. Oh mein Gott. Seesterne. Sind die putzig? Sie sind sehr süß. Und sie werden zu Schmetterlingen, wenn man sie anpustet. Anflammt. Wie putzig ist das denn? Und hier steht eine Kiste. Ja, zu der kommen wir noch. Seestern! Oh, wie toll! Seestern. Noch ein Seestern. Und der hat ein Looping gemacht. Habt ihr das gesehen? Es war ein verdammter Seestern, der ein Looping gemacht hat. Ach du Gott. Kannst du nicht schwimmen? Komm ich jetzt zweimal. Scheiße, ich muss das Ding erwischt. Die Stern! Sind die hier vorbeigekommen, die Kleinen? Ich hoffe, mich mal anzusippen. Okay, das geht schon mal nicht. Ich meine, ungeachtet alle Gefahren. Ja, aber die hätten doch niemals und nimmer. Und was soll das hier überhaupt? Ich geh. Auf die Platt. Geht doch. Alles hört auf mein Kommando. Sind die über den Weg gesprungen. Steh dich. Die sind einfach durchgelaufen. Komm her hier. Ich fass es nicht. Die Dinge sind einfach so durch. Die Wasserwerke haben die meisten unserer Babyschildkröten in Kisten gesperrt. Die Kisten sind unglaublich fest. Mit einem stärkeren Feuerstrahl könntest du sie öffnen und die Schildkröten befreien. Ja, ja. Weiß ich doch. Ich wollte doch nur das Juwel haben. Ich wollte doch nur die 5 haben. Der Rest interessiert mich nicht. Hätte doch eigentlich schon, aber trotzdem. Da ist noch eine Kiste. Seestern! Ich muss dich töten. Dann bleibt uns keine andere Wahl. Hab ich jetzt? Ne, 10. Einer noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Hüp. Was machst du denn schnorchen? Stehen was glänzen denn? Das ist egal. Ich will mal was ausprobieren. Oh,
Irgendwie konnte man da auch irgendwie hoch. Ich weiß auch nicht. Ach, was soll's. Machen wir erstmal. Sie lieben mich alle. Ach, jetzt stehe ich nicht so an. Da war noch ein Zweier, das habe ich gesehen. Und da war noch eine Kiste. Und sie lieben mich. Kriegst du jetzt ein Schmetterling? Ja. Irgendwie muss man da drauf gehen. Abgesehen von der Leiter. Halt! Und nochmal zurück. Ich drück's doch, ziehst du. Ich will kurz nochmal einmal. Ich will es nur einmal nochmal ausprobieren. Was von hier? Jetzt so rum? Nicht von der anderen da. Geh weg. Du nervst. So. Als hätte ich alle. Dann kann ich ja weiter. Kann ich euch auch noch nehmen? Das geht natürlich nicht. Ach verdammt, dann halt nicht. Dann komme ich halt wieder. Ich muss oder so wiederkommen. Wenn ich klettern kann. Ach, ich wusste es irgendwie, geht das doch. Sack. Ich hab doch gar nicht. Ich hab dich doch noch nie mal gesehen. Voll Concentration. Los, nix. Die Stern. So, hier ist meine Kiste. Die letzte. Ich muss mich aber überlegen. So. Und das war's. Habe ich dich schon mal? Mit dir rede ich nicht, weil wegen dieser blöden Aufgabe von dir müssen wir eh nochmal herkommen. Ach, ja. Ich muss erst klettern lernen. Und das lernen wir erst. Ich würde gerade sagen, erst im nächsten Part, aber das geht gar nicht. Das lernen wir nicht erst im nächsten Part, das lernen wir erst in der nächsten Welt, würde ich sagen. Alle stehen sie mir im Weg rum hier. Du stehst mir auch im Weg rum. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Nimm dieses heilige Zauberding als Zeichen unserer immerwährenden Dankbarkeit. Jetzt ist Pyro volljährig. Bip, bip, bip. Nein! Verdammt. Auch das kann sie nicht, ey. So, jetzt aber. Und Sprint. Dass die Alte mich immer anseppen muss, ne? Die geht mir so auf den Keks. Und du gehst mal bitte in die andere Richtung. Du musst ja leider Feuer unterm Hintern machen. Muss ja so oder so auch. Du weißt, wie ich das meine. Ne, nimm's nicht persönlich.
Danke, junger Drache. Die Babyschildkröten sind hier oben in Sicherheit. Nimm bitte diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Sonnenstrand-Talisman. So, jetzt können wir eigentlich auch schon das Level wieder verlassen, weil für alles andere brauchen wir halt... Ja. Müssen wir klettern. Wir können nicht klettern. Also gehen wir schon mal. Die Schildkröten wissen, wie es gemacht hat. Ich mag so ungerade Zahlen. Ich finde das voll doof. Okay. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt 6 Talismane hast, wird sich das Tor öffnen. Okay, Spyro. Spring in das Loch im Boden, um zu Crashs Kerker zu gelangen. Ich helfe dir, indem ich Schafe durch das Loch werfe, wenn ich sie fangen kann. Viel Glück! Nein. Ich will nicht! Ich will nicht! Da wir noch ein bisschen Zeit haben, versuche ich mich nochmal an dem Ozeanring. Und Quatsch, mach mal den... Hab ich gedacht, mach mal so in einem schönen Part. Nicht in so einem angefangenen, sondern... Er wird der Beginn des Auftaktes des nächsten Partes sein. Ozeanring. Mit dir will ich nicht. Du hältst dich jetzt wohl für ziemlich gut. Mal sehen, ob du so gut wie der derzeitige... Ja, wie ich der derzeitige Champion bin. Ich meine, wir haben Aufgaben gemacht, ne? Die waren... Die hatten 5 Sterne. Und wieso fliegt der? Das war die viel interessantere Frage. Wieso kann der fliegen? Oh, Menno! Es ist schwierig. Es ist immer dieses eine Ding, ne? Also, Spike. Ja, ja. Voll geringer Dings durch den. Vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen Abstand von ihm holen. Das macht das eigentlich nicht besser, ne? Aus den Augen verloren. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Immerhin. Etwas. Sind schon bei 13. Falls ihr einen Tipp habt, könnt ihr den mir gerne verraten. Ich hätte vielleicht mal durch den dringend kommen. Es ist schwieriger, als du dachtest.
konzentriert und sag jetzt gar nichts mehr. Gut gemacht, Spyro. Geil. Das war ein super Flug. Ich weiß, dass es ein super Flug war. Oh. Oh. Geheime Herausforderung geschafft. Ja. Oh. Yeah. Wie schön. Ich freue mich. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt 6 Talismane hast, wird sich das Tor öffnen. Okay, Spyro. Spring in das Loch im Boden, um zu Crashs Kerker zu gelangen. Ich helfe dir, indem ich Schafe durch das Loch werfe, wenn ich sie fangen kann. Viel Glück! Ja, aber das machen wir nicht jetzt, sondern erst im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zuschauen und ja, wir haben's! Wir haben die geheime Herausforderung des Fluglevels geschafft. So. Jäger ist zwar ein Arsch, aber wir haben es hingekriegt. Okay. Ich sage danke fürs Zuschauen und bye bye.